Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal wieder. Ich bin wieder da. Ich habe jetzt wieder ein paar Tage Pause gemacht, wie ihr gemerkt habt. Aber jetzt mache ich hier auch weiter mit meiner Euro 2020. Wir wollen jetzt die letzten Gruppen noch fertig machen. Ich werde es heute so machen, die Gruppe E und F fertig machen und vielleicht noch das Achtelfinale, das erste oder zweite Achtelfinale spielen. Ich schau mal, wie ich drauf bin. Also, lasst uns loslegen. Wir können uns jetzt nochmal die Gruppe F angucken. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Also, Gruppe F gucken wir uns mal an. Gruppe E meine ich. E und F. Montenegro gegen. Sch Wer spielt jetzt? Montenegro gegen England. Das heißt, Montenegro hat 6 Punkte und England auch 6. Also, hier geht es um den Gruppensieg. Ist ganz klar. Wer von den beiden gewinnt, ist Gruppensieger und sind ja beide schon durch sozusagen. Mit 6 Punkten. Ja, und dann spielt noch Schweiz gegen Schweden oder Schweden gegen Schweiz. Das ist ein unerhebliches Spiel. Ist einfach nur so, just for fun. Ja, da geht es ja um nichts mehr. Also hier geht es in der Gruppe nur noch um den Gruppensieg bei dem Spiel jetzt. Am letzten Spieltag. Also steigen wir ein. Ich habe diesmal auch meinen zweiten Controller gleich angemacht. Diesmal habe ich es nicht vergessen. So wie sonst immer. Also. Schnelleinstellung kennt er ja wahrscheinlich. Form. So, Montenegro ist eingestellt. Jetzt kommt England noch mit Harry Kane. Jetzt bin ich mal gespannt, wer da den Gruppensieg holt. Aber es ist eigentlich relativ unerheblich. Ist eigentlich egal. Weil es sind auf jeden Fall beide Mannschaften weiter. Ich weiß nicht, ob es da noch. Das werden wir jetzt gleich sehen. Wer da gewinnt, aber ich gehe mal davon aus, dass England den Gruppensieg hier macht. So, mal wieder beide auf Co-Trainer machen. Zack. Trikot noch einstellen. Ja, beide in Rot ist schlecht. Obwohl mit der weißen Hose es geht. Könnte man machen. Ja, mache ich auch. Stadion. Wieder Zufall. Wie der Zufall es will, wie ich immer so schön sag. Und auf geht's. Viel Spaß beim Spiel Montenegro gegen England im letzten Gruppenspiel. Eine Gruppe E. Ich werde es wieder kommentieren, wie gesagt. Habe ich ja vorher auch schon alles gemacht. Dann schauen wir mal weiter. Ich werde heute auf jeden Fall die zwei Gruppen fertig machen. Abschließen sozusagen. Das war ins Achtelfinale starten. Ich wollte am Wochenende eigentlich schon im Achtelfinale starten, aber es hat irgendwie nicht Schön, dass Sie geklappt. mit dabei sind, liebe Fußballfreunde. Noch befinden wir uns Zeitplan ist ja ein in bisschen der durcheinander gekommen. Gruppenphase dieses Turniers. Aber gleich hier, das ist ein Spiel, da könnten zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die vielleicht sogar zum Favoritenkreis zählen können. Das sagen jedenfalls einige Experten über diese Montenegro beiden sieht ein bisschen aus wie Teams, die Spanien. denn auch Hat den ein bisschen was von eigenen Spanien, Ansprüchen ja. und den Ansprüchen der Experten gerecht werden. In Das München. werden wir hier gleich erleben. Ja, schauen wir mal. Das ein Tempel oder was? Ein Oh, die englische echter Hymne. Fußballtempel. Und nun die Nationalhymne Englands. Oh, ist leer. Okay. Falsche. Leere Flasche gegriffen. So, da bin ich wieder. Ja, vielleicht wird es ein spannendes, auch ein langweiliges Spiel, aber ich weiß nicht, ob beide Mannschaften hier noch 100% geben, weil sind ja eh beide durch, also von daher. So wie wir mitbekommen haben, soll es sich um ein 4-3-3 handeln. Wir haben in der Geschichte des Fußballs viele große Mannschaften in Ist eine genau Überraschung, diesem dass sie System weitergekommen sind, gesehen. Eine Montenegro. absolute Beide Spiele Schlüsselfrage gewonnen. natürlich. Wie ist man vorne auf den Außenpositionen besetzt? Sterling und Wenn Walker die schon Jungs schnell sind, vorbelastet. wenn die dribbelstark sind, dann bieten sie natürlich dem Mittelfeld eine Menge an. Und dann sind sie natürlich immer wieder exzellente Vorbereiter für den zentralen Mann in der Offensive. Ja, wer stößt an? Montenegro, oder? Ja, Montenegro Das stößt Spiel an. hat begonnen. Eine Frage habe ich noch an dich, Hansi. Wer ist für dich der potenzielle Schlüsselspieler dieser Partie? Also ich persönlich glaube, Jordan Henderson könnte Man of Oh, the England Match gar am Ball. werden. Ein England hervorragender und zentraler kontert gleich. Oh, Mittelfeldmann, das geht schnell bei der England jemanden, jetzt. der sich durch Die geduldiges wollen und gleich intelligentes Passspiel zeigen, wer sie ausmachen sind kann. hier.
die rechte Seite, Flankens und weg. Oh. Also ich denke mal, Montenegro wird gut gegenhalten. Ab auf die linke Seite. Kommen sie über links. Schön gespielt. Linke Seite. Flanke vors Tor. Und der Torwart hatten. Und England. Sterling. Oh, das letzte Gruppenspiel für England hier. So über rechts jetzt. Oh, das war faul, ja. Ja, das war definitiv faul. Erster Freistoß für England. Und schön weggeschubst, ja. Fuß drauf gehalten. Da war mal wieder Freistoß. England. Vors Tor. Und weg. England hat noch den Ball. Schick. Und nach 7 Minuten. War jetzt zwar direkt auf den Tor Mann geschossen, aber egal. Weil es ist nicht so gefährlich. Oh, den hat er schön gesperrt. Der wäre durch gewesen, wenn er durchgelaufen wäre. Oh, England wieder. Oh, schöner Pass auf die rechte Seite. Okay, habe ich schon soweit irgendwie verstanden. Also geblockt, die Flanke. Offensive des Gegners erst gar nicht aufkommen lassen. Ganz genau das. Und dafür greift jetzt wieder sie so immer über die rechte Seite kommen sie bis jetzt, England. In einen gefährlichen Bereich vordringen und flanken kann. Er versucht. Oh, super gehalten vom Torwart. Und England immer noch am Ball. Und abgefangen. Montenegro kann kontern. Jordan Henderson. Und weg ist der Ball. Harry Kane. Das ist Sterling. Oh, aber Torwart hatten. Der Torwart hat ihn. Boah, ist das ein Abschlag, ey. Also bis jetzt ist England besser. Ticken. Montenegro kam bis jetzt noch nicht vors Tor. Jetzt vielleicht mal. Jetzt vielleicht mal. Oh, jetzt. Ja. Aber daneben. Das muss er wegstecken. Er hat eine Menge Talent. Und er ist immer für einen Treffer gut. Auch nach dieser vergebenen Chance. Eine schöne Chance, ja. England kommt jetzt mal über links. Leicht. Und abgenommen. Und Montenegro kann kontern. Oh, jetzt haben sie Platz. Oh, super gehalten vom Torwart. Aber war wieder direkt auf den Torwart geschossen. Im Gegenteil, der hat's gut gemacht, aber das eine Riesenschance für Montenegro, hier das 1-0 zu machen. Das ist extra klasse. Flügelwechsel. Linke Seite, in England. Oh. Eckball. Erste Ecke für England. 22 Minuten. Vors Tor und der Torwart kloppt das Ding weg. Jetzt kommt. Oh, schöner Pass wieder. Montenegro führt, ey, ein super Tor von Barkic. Ja. Das war krass. Ja. Schön, ey. Schön geschossen, ja.
Genau, die kurze Ecke, ey. Hätte eigentlich halten müssen, der Torwart. Aber ist eben nicht so. Ist eben so. Oh, England liegt zurück, ich hätte es nicht geglaubt. Sie müssen diesen Vorsprung jetzt allerdings auch aber es ist ja noch. Und das ist ein hartes Stück Arbeit. Aber es ist noch eine Weile, hier noch einen Ausgleich zu machen. Und vielleicht noch ein Spiel zu drehen für England. Guter Lauf, rechts außen. Ob dabei was Zählbares rauskommt? Ja, eigentlich war England ein bisschen überlegen. Rüber, nach rechts. Vor das Tor, Torwart. Boah, Riesenchance zu Rashford. Boah, der war knapp. Der war echt knapp. Schön gespielt von England hier über rechte Seite und ein Kopfball, aber daneben. Knappe halbe Stunde gespielt. Eine halbe Stunde ist vorbei. Jetzt kommt Montenegro wieder. Unbedingt erwartet, dass sie hier führen. Ja. Einfach nach vorne geschlagen. Langer Abschlag vom Keeper. Das war enorm wichtig, England, dass er da den Ball wieder so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Barkley. Lingard. Sterling. Sterling. Über rechts. Danke wieder vor das Tor. Kopfball. Die nächste gute Kopfballchance. Ja, aber der war nicht gut. Der Kopfball war nicht gut. Der war viel zu schlecht, der Kopfball. Viel zu hoch. Jordan Henderson. Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dieser feine Unterschied. Und hier steht's 1-0. Ja, England kommt aber. Über links jetzt. Die Fahne bleibt unten. Rein in ja, schlecht. Das war echt schlecht. Schlechter Pass in die Mitte. Walker. Rose. Bislang ist die Führung okay und gleich ist ja auch Pause. Schöner Pass auf die linke Seite. Hat unglaublich viel Zeit und Platz. Jetzt muss er flanken. Barkley. Schuss. Ja, schöner Schuss. Aber. Ja, aber. Einfach zu schwach geschossen. Und Lingard. Der Torwart schon gesehen, dass er daneben geht. Ja, die Engländer machen zu wenig aus ihren Chancen. Die haben zwar Chancen ohne Ende. Sind eigentlich auch besser. Aber siehst du ja. Oh, böser Abwehrfehler hier. Montenegro wieder am Ball. Weltklasse-Technik. Jetzt über rechts. Rechte Seite. Flanke vors Tor. Oh, der Torwart. Oh, da wäre er nämlich gewesen. Das wäre gefährlich gewesen. Der den nicht gefangen hätte. Engel wieder am Zug. Sterling. Alexander Arnold. Oh, wieder schön über rechts. Jetzt. Aber. Oh, der Torwart faustet den nur noch weg. Aber es reicht ja. Montenegro hat wieder den Ball. Na, wird Montenegro vielleicht für eine Überraschung sorgen im Achtelfinale? Schauen wir mal. So, eine Minute Nachspielzeit. Dann ist Halbzeit hier. Stadion. Und England muss sich was einfallen lassen. Und sieht schlecht aus. Das heißt schlecht, dann sind sie eben nur Zweiter. Reicht auch noch.
Montenegro führt zur Pause mit 1:0. Wir analysieren jetzt ein bisschen. Der Start in die zweite Hälfte. Ein einziges Tor macht hier bislang den Unterschied. Ja. Dann gucken wir mal, wie England darauf reagiert jetzt. Die müssen was machen jetzt in der zweiten Halbzeit. Wird er normalerweise überlegen. Jetzt vielleicht mal jetzt ganz frei vors Tor und schießt den Torwart wieder an. Da haben sie eine Chance auf Ausgleich und machen nichts draus. Ich sag nur Chancenverwertung von England. Schlecht. Ganz schlecht. Da müssen wir im Achtelfinale dran arbeiten, ey. Jetzt ist Übersicht gefragt. Montenegro spielt jetzt über die linke Seite. Vors Tor. Oh, 2-0. Krass. 2-0 führen die schon. Das war's jetzt, glaube ich. Dordovic. Nicht schlecht. Tja, England. Was ist los? Aber ich hätte nichts. Schön vors Tor gespielt. Und schiebt dann links ein, Junge. Tja. Kann er sich die Ecke aussuchen, weil er ganz frei vom Tor steht. Nummer 14, Dordovic. Tja. England, was ist los? England wird wahrscheinlich das Spiel nicht verlieren hier. Ja, es sieht aus, als sollte das hier zu einer ganz einseitigen Angelegenheit werden. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Montenegro hier das Ding gewinnt. Vielleicht. Jetzt gucken wir mal. Wir schaffen ja noch, die zwei Tore aufzuholen. Aber so natürlich nicht. Wieder abgenommen. Von Montenegro. Tja, die machen eben mehr draus aus den Chancen. England hat zwar, wir sehen, wie viele Chancen schon gehabt. 5, glaube ich. Aber wenn man natürlich direkt aufs Tor schießt, kommt dann eben nichts darum. Jetzt wieder auf die rechte Seite. Oh, Eckball. Abgefälscht, Eckball. Okay, der Ball ist nicht drin, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn Sie das ein oder andere Mal so zum Abschluss kommen dürfen, dann machen Sie ihn irgendwann rein. Aber der Fuß dazwischen, Eckball. Tja. Irgendwie wirken die Engländer jetzt verzweifelt nach dem 2-0 von Montenegro. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Jordan Henderson mit der kurzen Variante. Der Ball fliegt gefährlich in die Mitte. Und geklärt. Anbrennen lässt der hier nichts. Jordan Henderson. Schlauer Pass. Boah, auf den linken Flügel. Was war das für ein Pass? Schlecht. Das war richtig schlecht. Der war richtig schlecht. Also, hätten wir mehr draus machen müssen. Leichtfertig verspielt den Ball. Oh, jetzt kommen sie wieder über links. Aber England holt sich den Ball wieder zurück. Halbe Stunde noch zu spielen. Sterling. Physisch enorm präsent. Von Harry Kane sieht man auch nichts. Und Eckball. Und die nächste Ecke. Von Harry Kane sieht man gar nichts bis jetzt. Dritte Ecke, glaube ich schon. England. Und wieder geklärt. Ja, verzweifelt Schuss. Mit wunderschöner Direktabnahme. Das Einzige, was ihn von seinem Glück trennt, das sind einige Zentimeter. Da braucht der Schuss nicht lange überlegen. Wieder faul.
Freistoß Montenegro. Der war schlecht. Weg das Ding. Ja. Richtige Entscheidung, Einwurf. Tja, es sieht so aus, wenn England hier das Ding verliert. Macht Sinn, das Mittelfeld schnell zu überbrücken. Lingard. Barkley. Und das war's schon wieder. Jetzt kommt er über die Mitte, England. Barkley. Der Hurricane himself, Harry Kane. Jesse Lingard mit der Möglichkeit. Toll gelöst. Also ich würde an seiner Stelle flanken. Flanke vors Tor, Kopf und übers Tor geköpft, Harry Kane. Ganz schlechter Kopfball, ey. Ja, aber war halt gefährlich, ey. Da war er mal endlich mal am Ball, nach langer Zeit, aber ich glaube, den Engländern gelingt heute nichts. Sieht echt schlecht aus. Und Montenegro wieder am Ball. Zu machen. Es gab keine echte Anspielstation. Und geklärt. Oh, das kann ins Auge gehen. Das wird schwer. Das wird gefährlich jetzt. Wieder für England. Das sieht vielversprechend aus. Und abgenommen. Schön geklärt von England. Nur 20 Minuten noch. Sterling. Alexander Arnold. Es geht jetzt über die linke Seite. Danny Rose. Barkley. Kein Foul. Weiterspielen, sagt der Schiedsrichter. Und das Ding passt. Hinten sind sie offen wie ein Tor. Einfach herrlich. Da wird und ein bisschen gedrängelt. Super und geklärt. Und jetzt können sie er kontern. Das Herz in beide Hände und hat fast Erfolg damit. Mal drauf. Oh, schade. Das sind jetzt, glaube ich, ein bisschen Verzweiflungsschüsse, Rashford. Sie können Umschaltspiel. Sie haben Speed und Tempo, aber sie haben Auswechslung bei England. Ellie und Loftus-Cheek kommen rein. Zeit für neues Personal. Jetzt wird Viertelstunde noch. Ein Doppelwechsel bahnt sich an. Doppelwechsel, das ist mal eine Maßnahme. Der Trainer scheint sich so seine Gedanken gemacht zu haben. Rashford. Harry Kane. Ab in Richtung Tor. Eckball. Oder? Da gibt's Abstoß. Kommt der da reingerutscht? Eckball. Alexander Arnold. Vors Tor. Wir machen aus den Ecken gar nichts, die Engländer. Die Möglichkeit für Rashford. Und der Pass nach hinten. Loftus-Cheek. Die spielen viel zu viel hin und her. Wieder daneben. Die Gegenspieler setzen ihm richtig zu. Große Bedrängnis. Ihm völlig egal. Er kommt trotzdem zum Abschluss. Einen machen jetzt hinten zu. Montenegro. Das sieht nach Niederlage für England aus. Also ganz ehrlich. Kein gutes Spiel für England. Wir haben zwar Chancen ohne Ende, aber machen nichts draus. Das bringt dann auch nicht viel. Das müssen wir im Achtelfinale besser machen. In der nächsten Runde. Da geht's dann um alles. Rose. Rashford. Schön gespielt. Kein Foul.
der Konter läuft. Montenegro mit dem Konter jetzt vielleicht. Mit der Brechstange. Aber schön geholt den Ball. Hartes Tackling, aber alles regulär. Harry Kane. Harry Kane. Einwurf ja, der war draußen, so mit Einwurf. 7 Minuten noch. Und das wird nichts mehr. Das wird wohl nichts mehr für England. Naja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Montenegro das Spiel gewinnt, aber ist eben so. Die haben 2 oder 3 große Chancen gehabt, davon haben sie 2 genutzt. Naja, das ist eben. Spielverlagerung auf die linke Seite. Dele Alli. Und da ist der Dijos. Und nochmal Eckball für England. Sie machen wirklich vieles richtig, aber eben nicht alles, denn das, was hier überhaupt nicht passt, das ist der finale Moment des Abschlusses. Ja. Sogar noch in die Mitte spielen können. Das Tor. Weg mit dem Ding. 2 Minuten noch. Ruben Loftus-Cheek. Hat England den Gruppensieg geholt hier. Nicht England, Montenegro, sorry. Oh, jetzt schießt er wieder rauf. Die können das Tor nicht mehr treffen. Das war ja gar nichts. Die Schüsse sind ja total schlecht von England. Die gehen einmal aufs Tor. Total schwach. Verstärkung von der Bank. Jetzt muss er vom Platz, oder sagen wir es anders, er darf vom Platz. Er hat nur 3 Minuten Nachspielzeit. Und jetzt darf warum er auch immer, es gab ein, glaube ich, nur ein Foul oder so. Klares Foul. Hier auch nochmal. Ich weiß nicht, ob ich da ein Foul gesehen habe. Hier sieht man es nochmal. Naja, Harry Kane. Der Sohle nach vorne, ja. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Ja, auch nochmal eine Eckball für Montenegro jetzt. Kurz vor Schluss. Erste Ecke für Montenegro. Er springt hoch. Boah, Riesenchance, aber übers Tor. Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Weiter Ball nach vorne. Jordan Henderson. So, Abpfiff. Montenegro gewinnt das Ding gegen England, hätte ich jetzt nicht gedacht. Bin ein bisschen überrascht. Einen Lauf mit 3 Siegen im Gepäck geht ja. Man mit großen Schritten in Richtung Finalrunde. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie zu dieser Partie bitte. Hätte ich nicht gedacht, dass Montenegro das Ding gewinnt. Das heißt, Montenegro holt sich einen Gruppensieg. England ist als Zweiter weiter und jetzt Schweiz gegen Schweden. Da geht es jetzt eigentlich um nichts. Also, das ist eben so. Aber trotzdem gucken wir uns das an. Beide ausgeschieden mit jeder kein Sieg, 0 Punkten. Aber vielleicht wird es ja noch ein lustiges Spiel hier.
Vielleicht kann einer von beiden noch 3 Punkte holen. Kann übrigens mit 3 Punkten noch nach Hause fahren. So. Auf geht's. Schweiz gegen Schweden. Das letzte Gruppenspiel in der Gruppe E. Viel Spaß. Auch wieder in München, okay. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, liebe Fußballfreunde, um live mit dabei zu sein bei diesem Gruppenspiel. Eins muss ich gleich mal loswerden. In dieser frühen Phase lässt das Turnier bislang überhaupt keine Wünsche offen. Es ist ja das perfekte Schaufenster für die Crème de la Crème des Fußballs. Jeder kann sich hier präsentieren. Viele Scouts sitzen ja auch auf den Tribünen. Umso wichtiger, dass man an sein Leistungslimit kommt. Die zwei Mannschaften geht es dann um nichts mehr. Fahren eh nach Hause jetzt. Das ist nur ein Abschlussspiel hier. Das sieht grandios aus hier. Eines der beeindruckendsten Stadien in diesem Teil der Welt. Die Nationalhymne Schweden. Jetzt kommt Schweiz mit Xhaka. Daniel Rodriguez. Oder Rodriguez, ja. Wenn er spielt, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, er spielt gar nicht, Rodriguez. Und Birki im Tor, glaube ich. Die beiden Mannschaften fahren nach dem Spiel sowieso nach Hause. Also kann man das so sagen wie sozusagen Freundschaftsspiel in etwa. Freundschaftsspielcharakter. So wie wir mitbekommen haben, soll es sich um ein 4-3-3. Ja, ich finde ein vielversprechendes System, ein Spielaufbau so Babu. Wenig wie ein Fächer. Das Spiel breitet sich aus, wird auf die Flügel verlagert. Und der zentrale Angreifer, der wird bevorzugt dann Forsberg. Besucht, wenn er zum Abschluss kommen soll. Nach Möglichkeit, wenn er von der Torauslinie aus bedient wird. Schweiz stößt an. Und los geht's. Damit sind wir im Spiel. Schweiz immer noch im Ball. Und die Kontergelegenheit. Jetzt haben sie vielleicht Konter. Rüber, schöner Pass auf rechts. Oh. Oh, schön. Hätte er vielleicht auch selber machen sollen. Erste Chance. Gespielt, aber das Ding nicht reingemacht. Trotzdem eine schöne Aktion. Zum Torwart zurück. Langer Abschlag. Ball nach vorne. Das ist weiter Ball nach vorne. Der Torhüter haut ihn weit raus. Oh, schöner Pass nach vorne jetzt. Schweiz am Drücker jetzt. Hier ist Seferovic. Shaqiri. Jetzt über linke Seite. Zieht in die Mitte rein. Oh, schön gemacht, ey. Aber super gehalten vom Torwart. Schwedischen Torwart, ey. Schweden haben im Moment Probleme, ja. Hier spielt sich eine Menge auf den Flügeln ab. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich schätze mal, sie wollen im Zentrum die Räume öffnen, in die sie dann hinein. Ja, jetzt kommen die Schweden. Gucken, ob sie was draus machen.
Die Schweiz hat mal gleich zu Beginn vom ersten in den sechsten Gang geschaltet. Also spielerisch ist das, was die hier abliefern, über jeden Zweifel erhaben. Sie spielen gut, aber sie müssen irgendwann das Ding reinmachen. Was machen die Schweden jetzt? Flanke vors Tor. Aber abgefangen vom Torwart. Aber die Schweiz drückt aufs Gaspedal hier. Das war enorm und abgefangen. Wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Aber ich finde bis jetzt ein ganz sehr, sehr faires Turnier. Keine roten Karten bis jetzt. Keine Verletzungen. Also geht sehr, sehr fair hier. Flanke vor das Tor. Und ins Ausgeflankt. Das war ganz schwach. Das war ja ganz schwach da. Jetzt die Schweden mehr am Ball. Versucht den Ball durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Das ist bei ihm das Problem im Aufbauspiel. Es fehlt die allerletzte Präzision im entscheidenden Moment des Passes. Jetzt wieder die Schweiz über rechts, Mitte. Und abgenommen. Schweden kann kontern jetzt. Oh, schöner Pass nach vorne da. Schön, schön gekontert jetzt. Vors Tor. Oh, Forsberg. Aber nichts draus geworden. Der Angriff, klasse. So sieht moderner Kombinationsfußball aus. Allerdings am finalen Moment. Oh, die spielen beide gut hier. Schweden und Schweiz nehmen sich jetzt nicht viel mit der Konter spielen. Schöne Pässe jetzt hier. Oh, jetzt hat er Platz in der Mitte da. Schweden und Tor. 1-0 Schweden. Durch Berg. Ja. Schweden führt nach 23 Minuten. Ja, es war super gespielt. Da stand Berg in der Mitte ganz frei. Ja, schön gespielt, schön vom Forsberg gesehen, dass Berg in der Mitte frei ist. Schöne Lücke. Und dann holt er das Ding rein. Tja, das war mal ein guter Konter hier. Da haben die Schweizer da schlecht gestanden. In der Mitte. In die Mitte komplett aufgemacht. Aber wie gesagt, auch wenn jetzt Schweden hier gewinnen sollte, das bringt so nichts mehr. Es geht jetzt hier um nichts mehr eigentlich. Es geht nur noch um die Ehre, sozusagen. Wer hier gewinnt, ist eigentlich völlig egal. Und ja. Das Beschränken auf das Allernötigste. Aber jetzt kommt die Schweiz wieder. Und dann irgendwann am Ausgleich arbeiten. Einfach herrlich. Schweiz, vor dem Tor. Mit dem Klärungsversuch. Boah. Oh, Schweden holt den Ball wieder zurück. Vors Tor gespielt, aber geklärt. Gerade noch so geklärt. Knapp eine halbe Stunde gespielt. Und da sieht man es auch wieder. Schweiz ist normalerweise überlegen, aber machen die Tore nicht. Und Schweden hat eine Chance und macht das Tor. Ist immer ganz komisch. Ich sage ja, es bringt dir nichts, wenn du besser bist und Chancen hast ohne Ende und keine Tore machst. Lieber ein bisschen schlechter und eine Chance, ein Tor und ja. Nur durch Tore kommt man weiter. Alles andere bringt gar nichts. Macht Sinn, das Mittelfeld schnell zu überbrücken. Das bringt mir 200% Ballbesitz, wenn ich die Tore nicht mache. Kann mir auch nichts von kaufen. Berg, ab auf die Schön auf die linke Seite. Und er bringt ihn rein. Und Schweiz erklärt. Einwurf Schweden. Schöner Einwurf geschenkt. Und wieder Einwurf.
Vors Tor. Und geklärt. Forsberg jetzt. Schon läuft der Gegenangriff. Ein feiner Pass. Oh, ein super Pass. Ey, nach vorne halt gelaufen, Mann. Oh, super, super Chance. Ja, die Schweizer spielen ja gut, aber machen die Tore nicht. Situation. Er steht mit dem Rücken zum Tor, daraus was zu machen, das ist ein schönes Spiel, ist es, was man hier sieht. Geht immer hin und her hier. Jetzt die Schweden wieder am Ball. Schöner Pass. Sehr gute Position. Der kommt tatsächlich durch. Boah, schön abgenommen, ey. Gerade noch so vor das Tor. Chance vereitelt, hat er richtig gut gemacht. So, 5 Minuten noch knapp. In der ersten Halbzeit. Schweden wieder am Ball. Aber abgefangen. Aber Schweden ist immer noch am Ball. Ist noch nicht immer aus. Weltklasse-Technik. Aber Schweiz setzt nach. Shaqiri mit der Chance. Ah, schlechter Pass. Und Schweden wieder am Kontern. Aber abgefangen. Oh, schönes Spiel. Es geht immer hin und her hier. Wie ich schon gesagt habe. In Schweiz wieder aus der Halbzeit jetzt. Admir Mehmedi. Seferovic kann ihn machen. Der muss sitzen. Schießt ihn aufs Tor. Schuss. Aber wieder direkt auf den Torwart. Keine Nachspielzeit. So, ab 5. Halbzeit. Naja. Jetzt geht's immer hin und her. Am Anfang war die Schweiz mal überlegen. Jetzt geht's immer wieder hin und her hier. Oh, abgefangen, Schweiz. Was machen wir jetzt draus? Über links jetzt. Flanke. Das ist doch geklärt. Erstmal raus mit dem Ding. Ab auf die Flanke. Es schießt aufs Tor. Oh, schlechter Schuss. Viel zu schwach. Ein schlampiges Abspiel, damit macht man es dem Gegner natürlich leicht. Der macht fast alles richtig. Der Abschluss, der stimmt nicht. Das war so wichtig, dass er hier entschlossen zum Ball geht. Oh, da hat er Platz. Ja, geblockt. Schweiz immer noch am Ball. Einwurf Schweden. Nee, Schweiz, hä? Er haut ihn raus. Schweiz hat wieder Einwurf. Admir Mehmedi. Ball kommt vors Tor. Tor. Ja, Torwart hatten. Schweden. Granqvist. Und Schweiz kontert. Nee, doch nicht wieder Schweden am Ball. Hier ist Emil Forsberg. Oh, jetzt geht's immer hin und her hier. Shaqiri. Schweizer wieder. Oh, wieder Fehlpass. Schweden wieder am Ball. Ja, der war draußen. Ja, jetzt sind sie, glaube ich, beide ein bisschen nervös. Viele Fehlpässe jetzt, ja. Und er fängt den Einwurf ab. Schweden hält hier irgendwie einen Sicherheitsabstand. Genau so sieht's aus. Ich habe den Eindruck, sie sagen dem Gegner, du kannst den Ball kontrollieren, du kannst das Spiel kontrollieren, aber nur da, wo es uns nicht wehtut. Oh, Schweden spielt wieder vor das Tor. Das könnte was werden. Rechte Seite, Forsberg. Und dann ist er weg. Boah, der Ball. Nimmt er den Ball und da wieder ab. Geht die Post. Es geht über links.
So, jetzt kommt Schweiz. Über in die Mitte. Immer noch in Rückstand. Oh, schlechter Pass. Der Ball kommt wieder zurück. Oh, schade. Etwas draus werden können für die Schweiz. So, eine halbe Stunde noch, um den Ausgleich hier zu machen für die Schweiz. Oder Schweden schießt noch 2-0. Es geht über die rechte Seite. Forsberg. Oh, schön vors Tor. Ah, da kommt der Berg nicht mehr ran. Aber das war nicht gut abgestimmt. Da haben sie ein bisschen Glück gehabt, die Schweizer. Der Ball wird länger und länger. Hier ist Shaqiri. Ab auf die Flanke. Macht er was draus? Er hält ein Vertrauen. Oh, schön. Eckball. Gibt, glaube ich, Eckball. Der hat den Fuß noch reingehalten, oder? Schön gespielt. Ja. Gibt einen Eckball. Erste Ecke für Schweiz. Vors Tor. Und weg. Können sie kontern, die Schweden. Die Idee ist da, der Plan ist okay, aber sie müssen es beim nächsten Mal. Und abgefälscht. Jetzt müssen sie die richtige Balance finden zwischen Offensive und Defensive. 100%ige Zustimmung meinerseits. Zu der rechten Seite, Forsberg. Vors Tor. Kopfball. Ja, aber der Torwart ist super gehalten. Hat den Ball nicht richtig kontrolliert. In dieser Situation haben sie die Lufthoheit. Im gegnerischen 16-Meter-Raum kommen zum Abschluss. Der Kopfball nicht schlecht. Oh, Schweiz. Das gibt Einwurf. Unglaublich viele Freiheiten da. Abseits. War doch abseits. Abseitsfalle. Ja, ganz knapp, aber abseits. Schweizer. Ein Lupfer, ja, warum denn nicht? Ja, schlechter Pass. Das war echt schlecht. Das war richtig schlecht. Spielt. Knappe 20 Minuten noch. Für die Schweiz hier einen Ausgleich zu machen. Aber Schweden wieder am Drücker. Das kostet Kraft. Schweden und abgenommen. Oh, die Pässe, ey. Die sind Schweizer mit viel Fehlpässen da vorne. Oh, Schweden über links. Physisch enorm wieder. Präsent. Er nimmt das Herz in beide Hände und hat fast Erfolg damit. Oh, jetzt kann die Schweiz wieder kontern. Schöner kommt Pass auf rechte an. Seite. Der Ball kommt zu Memedi. Flanke vors Tor. Wieder weg. Jetzt ist was möglich. Schweden jetzt wieder am Ball. Spielverlagerung auf die linke Seite. Viertelstunde noch. Er nimmt den weiten Weg. Und der kommt in ganz gefährliche Region. Und wieder abgefälscht. Schießt drauf. Oh, der war knapp. Der war knapp. Der Schuss. Schöner Schuss. Er hat auch den Platz, um abzuschließen. Ich weiß nicht, ob Birki da noch reingekommen wäre. Schöner Schuss. Beide bringen neues, frisches Personal. Jetzt wird's angezeigt. Embolo kommt rein, von Freuler. Es muss etwas passieren, sagt sich der Trainer. Eckdown. Und bringt gleich zwei neue Spieler. Mal sehen, wie das jetzt die Struktur der Mannschaft verändert. Es bringt doch jetzt sowieso nichts mehr, zurückhaltend zu spielen. Wichtig ist nur, die Defensive darf nicht komplett aufgelöst werden. Und nach vorne muss ein bisschen mehr passieren. Wieder Schweiz am Ball. Vors Tor. Und der Pass nach hinten. Jetzt Schuss. Aber wieder
direkt aufs Tor. Direkt auf den Torwart, also. 10 Minuten noch. Oh, da ging's ganz schön zusammen. Auch wenn ihnen nicht mehr viel einfällt, irgendwas müssen sie tun. Schauen Sie auf den Trainer an der Seitenlinie. Er sagt seinen Jungs, ihr müsst weitermachen. Immer weitermachen. Oh, jetzt Schweiz wieder vor. Schöner Pass. Aber abgefangen wieder. Wenn der durchgekommen wäre, dann hätte was draus werden können. Ja, das sieht nach einem Sieg für die Schweden aus. Ab durch die Mitte, aber irgendwie kommen sie nicht richtig durch. So, viel Zeit ist jetzt nicht mehr. Die Schweiz wird es wohl nicht mehr schaffen. Oh, das war faul, ja. Ja, das war. Und gelb. Da kriegt er noch gelb, der Kapitän. Ja, das war ein bisschen spät eingestiegen, ja. Ja. Granqvist. Kriegt er nochmal gelb, ey. Zum Ende hin. Letzten Spiel. Heißt das Schweiz. Schießt direkt. Oh, schlecht. Shaqiri. Das kann aber besser. Das kann er besser. Hat er abgefälscht? Ja, ich glaube ja. Es gibt sogar eine Ecke, glaube ich. Und so ist das. Schweiz kriegt Eckball. Fünf Minuten noch. Reicht jetzt der Ausgleich? Ja. Oh, schlechter Pass. Fehlpass. Embolo. Großtor. Ah, schlecht. Verwertet. Ja. Oh, abgenommen, schön gemacht. Schön abgenommen, den Ball da. Oh, jetzt gehen die Schweden rein, ey. Die verteidigen jetzt das 1-0 um jeden Preis. 2 Minuten Nachspielzeit. Oh, Birki hat schön gehalten, ja. Eigentlich alles richtig gemacht, aber das war einfach eine Riesenaktion vom Torwart. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, um hier noch was mitzunehmen. So, Schweden gewinnt durch 1-0 und das. Ja. Das war alles in allem heute einfach zu wenig. So übersteht man. Die Schweden ist auch raus. Hansi, ich bin gespannt auf deine Zusammenfassung. Sie durften bis zum letzten Spiel vom Weiterkommen träumen und jetzt sind sie raus. Das ist natürlich. Sie konnten bis zum letzten Spieltag träumen. Also hier nochmal der dritte Spieltag. Eine Übersicht, es spielen in der nächsten Gruppe dann Nordmazedonien gegen Spanien und Russland-Türkei. Das zeige ich dann im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht, die Gruppe E hier zu beenden. Damit ist die Gruppe E vollständig. Das heißt, hier sehen wir es nochmal. Montenegro mit 9 Punkten durch, mit 3 Siegen. England zweiter mit 6, Schweden mit 3. Die haben eben gerade noch gewonnen gegen Schweiz und Schweiz letzter mit 0 Punkten. Schweden und Schweiz fahren damit nach Hause. Damit ist die Gruppe E auch komplett. Im nächsten Video zeige ich dann die Gruppe F. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Bis dahin. Ciao.